weiß, eine Autodemonstration, also teilweise auch LKW-Demonstration. Was ist das für eine Protestform und wofür demonstrieren Sie? Wir demonstrieren dafür, dass die Politik mit uns weiter spricht und uns unsere Branche am Leben erhält durch Subventionen, durch Unterstützung, wie auch immer, ähnlich wie es in der Landwirtschaft ist. Wenn da eben plötzlich Schweine nicht mehr verkauft werden dürfen, dann werden die Landwirte auch unterstützt und unsere Lufthansa wird auch gerettet. Und wir sind eben ganz viele kleine Firmen, bis zu 20, 30, 40 Mitarbeitern und haben jetzt diese Form gewählt, um einfach mal zu zeigen, dass wir ganz, ganz viele Menschen sind, die eben im Veranstaltungsbereich arbeiten, von Konferenzen über Parteitage zu Event, zum Konzert, die ganze Bandbreite, wenn man sich mit Menschen trifft. Ja, das heißt, die Branche der Konzert- und Eventveranstalter protestiert für Hilfe und für von der Politik und Dialog mit den Politikern. Genau, wir brauchen eben eine Unterstützung in Form entweder eines zweiten Rettungspaketes, was wohl vielleicht auch jetzt im Konjunkturpaket geschnürt wird. Aber da sind zum Beispiel eben auch die Unternehmergehälter nicht mit drin und auch die ganzen Solo-Selbstständigen, die eben ja ihren Lebensunterhalt durch eine sogenannte Privatentnahme jeden Monat bestreiten. Diese Privatentnahme, die sollen sie sich bitte als Hartz IV holen. Und auch ich als GmbH-Geschäftsführer bekomme für mein Gehalt überhaupt nichts. Ich habe 10 Angestellte und ich habe nur noch 5-10% Umsatz. Okay, das finde ich gut, dass Sie es mal aus Ihrer Sicht sagen, wie Sie von dieser Krise betroffen sind. Aha. Wir waren am allerersten Tag betroffen, da hagelte es die Absagen. Dann konnten wir noch einige Stornorechnungen schreiben, aber spätestens mit der Verordnung, dass eben Veranstaltungen wirklich in der Stadt Hamburg verboten sind, spätestens dann hat kein Kunde mehr eingesehen, auch nur eine Stornorechnung zu schreiben. Und seitdem können wir keine Rechnungen mehr schreiben, keinen Umsatz mehr generieren, davon unsere Gehälter nicht mehr bezahlen. Wir haben 4 Azubis, auch die Azubis sitzen im Lager und drehen letztendlich Däumchen. Wir geben denen Beschäftigungstherapie, wir streamen so ein bisschen in der Gegend rum, moderne Medien, was wir hier jetzt auch gerade tun. Aber ich habe 400 Lautsprecherboxen im Lager und die will im Moment keiner haben, weil es gibt keine Veranstaltung, also braucht man keine Lautsprecher. Keine Scheinwerfer und keine Bühnen. Und das wollten wir einmal zeigen. Es sind 2,2 Millionen Menschen beschäftigt in der Veranstaltungswirtschaft, was fast das Dreifache ist von dem, was in der Autoindustrie ist. In der Veranstaltungswirtschaft noch nicht mal die Zulieferbetriebe eingerechnet. So wie Sie das jetzt mir darstellen, klingt das ja eigentlich schon existenzbedrohend. Also unsere Existenz ist bedroht. Ich werde jetzt einen Kredit beantragen. Ob ich den bekomme, weiß ich nicht. Aber ich habe keine neuen Aufträge. Ich weiß nicht, wovon ich den Kredit dann wieder zurückzahlen soll. Ich habe noch nie, unser Unternehmen gibt es seit 38 Jahren, ich habe noch nie einen Kredit für Liquidität aufgenommen. Ich habe einen Kredit, um mal ein großes Gerät zu kaufen, was vielleicht auch mal 40.000 Euro kostet. Das bezahlt man nicht aus dem laufenden Geschäft. Aber dass ich jetzt Gehälter und Miete von geliehenem Geld bezahlen muss, das gab es noch nie. Wir hatten im letzten Jahr das beste Jahr unseres Bestehens. Unsere ganze Branche boomt. Und dann kam dieser Einschnitt und wir sind praktisch bei Null. 5% ist eigentlich irgendwie auch Null. Und von Rücklagen kann man in der Situation nicht mehr leben? Naja, was hat eine GmbH an Rücklagen? Man hat einen Dispositionskredit irgendwie, der ist im Winter ein bisschen benutzt, weil im Winter ist es schwach und spätestens, bei uns ist es so, spätestens im Juni sind wir wieder im Plus und wir haben noch keine, das ist jetzt ein persönliches Schicksal, wir strukturieren unseren Betrieb gerade um. Dementsprechend habe ich auch noch Leute zu bezahlen, die nicht mehr arbeiten im Betrieb, noch ein paar Monate. Aber eben, man hat keine Rücklagen von sechsstelligen Höhen. Sowas kenne ich nicht. Warum? Okay. Ganz konkret, was erwarten Sie jetzt von der Politik, von den Verantwortlichen, von denen, die helfen können? Rettungsschirm, Soforthilfen? Es müsste einen zweiten Rettungsschirm irgendwie geben. Es gibt die Idee, zum Beispiel zu sagen, 2% des Jahresumsatzes des letzten Jahres werden monatlich gezahlt. Damit hätte man vielleicht 30-40% seiner Kosten schon mal drin, inklusive
Gehältern. Und natürlich sind wir alle bereit, Gelder aufzunehmen. Wir sind fleißig, geschlafen wird am Ende des Monats, das ist alles nicht das Problem. Aber man muss ja eine Perspektive haben. Und ich kann Ihnen auch heute nicht sagen, ob ich im Oktober 50% vielleicht wieder erreiche. Aber auch 50%, so viel Gewinne stecke ich nicht ein, ist nicht kostendeckend. Wir müssen also auf 80-90% wieder irgendwie hochgehen. Und wenn wir das nicht erarbeiten dürfen, weil wir es eben nicht können in Events, dann muss es irgendwo anders herkommen, das Geld. In der Landwirtschaft, wie gesagt, klappt es auch. Jetzt will ich kurz zitieren, die vergessene Veranstaltungsbranche, ich lese das jetzt einfach mal ab, damit das konserviert ist. Ja. 200 Tage Stillstand, Hilfsprogramme, Fehlanzeige, 100% Umsatzausfall, Neustart, Fragezeichen, das war jetzt hier eine... Das sind die Kollegen, die zum Beispiel bei den ganzen Großveranstaltungen, Hafengeburtstag und wie es alles heißt, im Absperrgitter machen. Es geht ja völlig, völlig querbeet, vom Sicherheitsdienst bis zum Künstler, über Lautstärke, Messingenieure, die eben sicherstellen, dass die Bevölkerung bei einem Konzert nicht mehr belästigt wird, als es erlaubt ist zum Beispiel. Das geht ja völlig querbeet. Das ist natürlich auch der klassische DJ. Mhm. Es gibt ganz viele DJs, die im Haupterwerb DJ sind und die natürlich im Mai 10 Veranstaltungen drin haben. Im Juli keine, deswegen schwankt das Geschäft auch natürlich. Aber eben die generieren ihren Lebensunterhalt aus dieser Privatentnahme. Und die muss irgendwo herkommen, wenn sie sie nicht selber erwirtschaften können. Ansonsten werden die ihr Gewerbe einstellen. Und Anekdote dazu, ein Berufsmusiker, ein Cellist, ging zum Hartz-IV-Amt und sagte, ich möchte bitte Hartz-IV. Dann sagten die, Mensch, die haben doch ein Cello. Das ist doch relativ wertvoll, warum verkaufen sie das denn nicht? Ja, aber ich kann doch mein Cello nicht verkaufen, das ist ja mein Werkzeug. Ja, aber sie hätten ja auch was Anständiges lernen können. Und verkaufen sie erstmal ihr Cello und wenn sie dann wirklich gar kein Geld mehr haben, dann kommen sie wieder auf das Sozialamt. Nannte man das früher, ich kenne mich da nicht aus, ich war da noch nie. Aber wahrscheinlich muss ich da auch nochmal. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist unfassbar. Das ist ja, der muss ja üben. Das ist ja sein Beruf. Das ist nicht in Hamburg passiert, das ist in NRW passiert. Aber das sind Geschichten, da fällt man einfach vom Glauben ab. Ja, das ist schlimm. Wir haben hier eine Staatsoper. Gut, die Staatsopermusiker werden bezahlt, aber es gibt dann noch diverse andere Musiker, die ihren Beruf, ihre Berufung, ja, deren Beruf macht ihnen Spaß. Entschuldigung, das kann sich ja jeder selber aussuchen. Aber ich kann doch nicht einen ersten Geiger zu Rewe stellen und sagen, du musst Regale auffüllen. Der wird irgendwann in die Alster springen. Außerdem wird Musik auch in der Krise gebraucht und solche Menschen werden gerade in der Krise gebraucht. Gerade da braucht man Freude, Herzenswärme, Erbauung. Und die Menschen mögen und lieben Musik. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Es ist einfach wichtig, finde ich. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir dürfen nicht auf Kontakt sein. Ja? Wir haben ja auch Lösungen. Wir haben für Großveranstaltungen gibt es Lösungskonzepte. Da haben sich Hygienekonzepte. Es klappt ja auch bei Riesendemos, hat man doch gesehen, Black Lives Matter, da sind doch auch 20.000, 30.000 auf einem Platz. Oder? Ja, da müssen wir jetzt über die Infektionszahlen, die noch nicht hochgegangen sind in Hamburg, reden. Aber das ist ja nicht von Veranstaltungstechnikern geplant worden. Nein, ich meine, es geht ja offenbar, dass sich viele Menschen versammeln. Es ist passiert. Und es muss eine Form geben. Wir haben sowieso ganz viele Vorschriften, die uns natürlich schon gängeln. Es gibt die Versammlungsstättenverordnung, die sicherstellt, dass sie Rettungswege haben, dass die Location Notausgänge hat und so weiter und so fort. Das ist unser täglich Brot. Dann nehmen wir auch noch ein Hygienekonzept mit. Aber, und das muss man eben wissen, in eine normale Lokalität, wo zum Beispiel 400 Personen reinpassen, passen mit Corona-Abstand im Moment nur 75. So, bei einem Parteitag ist das egal. Das hat nichts mit Geld zu tun. Das wird einfach gemacht, weil es muss. Oder eine Tarifkommission oder ein Ärztekongress, notfalls wie auch immer. Aber wenn Sie damit Geld verdienen wollen, geht das überhaupt nicht. Und sobald Sie Musik ins Spiel bringen, ist eben auch eine Vorschrift, wir wissen Sie alle aus dem FF, 6 Meter Abstand zur Bühne. Und jeder Teilnehmer, weil er könnte ja auch selber mitsingen bei dem Lied, weil es ihm gefällt, muss 6 Meter Abstand um sich herum haben. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie viele Leute in eine 20.000 Mann Arena reinpassen. Das sind keine 2.000. Okay, also es reicht dann nicht, um die Stones zu gucken. Ja? Es reicht nicht, um eine Schulband zu gucken. Ja, danke für das Gespräch. Ich werde es weiter verbreiten. Dankeschön.